Jo Leute und willkommen zu diesem kleinen Update-Video. Julien hat die nächsten zwei 16-Till-Battles angekündigt und die sind eigentlich ziemlich interessant. Erstmal Battle 3, Alien vs. Timatic. Und das vierte Battle ist Pac Pacino vs. Sansa. Das dritte kommt am 17. September und das vierte Battle kommt am 24. September. Das dritte Battle finde ich einerseits ziemlich cool, aber andererseits auch irgendwie ein bisschen traurig, weil ich feiere einfach beide und ich möchte eigentlich nicht, dass einer von denen im 16-Till fliegt. Also Alien feiere ich, vor allem ich verbinde mit ihm irgendwie was, weil den habe ich ja so ein bisschen gepusht mit Hype Blub zusammen und deswegen wurde der wahrscheinlich auch überhaupt in ZBB aufgenommen. Der war ja so ziemlich der meist gehypteste von den ganzen Leuten, die abgelehnt wurden. Bei Timatic sieht es halt so aus, dass der Hype momentan so ziemlich am größten ist von den JBB-Qualis. Das kann man schon so sagen, denke ich. Punchline-mäßig hat Timatic auf jeden Fall was drauf. Bei Alien weiß man es einfach nicht, weil er hat bisher noch keinen richtigen Punchline-Track gemacht. Und Timatic hat eben was drauf. Wobei man auch sagen muss, er zeigt es nicht immer. Also in der Quali hat er es ultimativ wieder gezeigt. Auch damals gegen Rapido hat er es gezeigt. Aber seine nächsten Runden oder generell einige Runden waren ja nicht ganz so krass von den Punchlines her. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich würde es gar nicht nur auf die Punchlines ankommen lassen, weil Punchlines sind 30% aller Punkte. Und wenn Alien jetzt überall reinhaut, außer den Punchlines, dann kann er durchaus noch gewinnen. Also so oder so finde ich das Battle irgendwie cool, aber ich hätte mir so ein Battle noch nicht direkt im 16-Till gewünscht, weil, keine Ahnung, ich hätte halt beide gerne weiter gehabt. Aber gut, Leute, was denkt ihr? Wer gewinnt? Alien oder Timatic? Gleiches gilt für Pac Pacino oder Sansa. Ihr findet jetzt wieder Infokarten bzw. Abstimmungen. Stimmt da gerne mal ab, wer für euch da der Gewinner ist. Da bin ich jetzt auf jeden Fall schon sehr gespannt. Vor allem dauert das Ding halt auch einfach gar nicht mehr lang. Also es ist ja direkt schon nächsten Monat. Und jo, schauen wir mal, wie das so wird. Das war auch schon alles, da wollte ich nochmal Bescheid sagen. Heute soll ja angeblich um Mitternacht etwas von Street Cinema kommen. Falls da wirklich irgendwas Interessantes kommt, da werde ich da, denke ich mal, ein Video zu machen. Und jo, schauen wir einfach mal. Ihr könnt ja noch eine Bewertung da lassen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Sie wollen Beef, doch bei ihnen